Hallo Julian. Servus, hier der letzte Tag von den Peak Performance Reise. Hatten hier zwei wunderbare Nächte in den Alpenchalets, Hochleger. Haben wir gerade noch eine Roomtour abgedreht. Das ist wirklich ein Sneak Peek in eine andere Welt. Also könnte man sich dran gewöhnen, muss man aber auch nicht. Gibt auf jeden Fall eine gute Motivationsspritze, weiter Vollgas zu geben für die Zukunft. An dieser Stelle ist es auch Zeit, Dankeschön zu sagen an Zillertal und Peak Performance, die das hier möglich gemacht haben. Es war wirklich ein hammermäßiger Trip und ja, gerne mehr davon. Absolut. Schön. Hier nochmal den letzten Atemzüge der frischen Bergluft hier im Zillertal genießen. Hier über diesem wunderschönen Panorama und dann geht es jetzt gleich noch zu einer Fun-Activity. Was uns da erwartet, keine Ahnung. Schauen wir mal, aber ihr seid mit dabei. Auf geht's. Guten Morgen alle miteinander. Wir haben jetzt schon ein Poserbild, ne? Ja, wir haben festgestellt, dass wir vielleicht noch Instagrammer werden sollten. Ja, ehrlich, kein Witz. Ja. So vor eine Wand stellen, ein bisschen posieren. Ja. Ist immer so. Hier in Gerlaustein angekommen und da werden Erinnerungen wach. In der 10. Schulklasse war ich hier zum Skifahren und in der Jugendherberge und es war echt eine coole Zeit. Und heute sind wir zum Snowtubing hier. Ja. Noch nie gemacht. Mal schauen. Heute ist zwar nicht alles möglich Donnerstag, aber wir machen trotzdem mal mit. Schauen wir uns mal an und dann Action an. Action. Und? Habt ihr schon ausprobiert? Ja, klar. Und? Wir sind zusammengestoßen. Oh. Mega geil. Ja, viel Spaß. Gracias. Ja, Julian, dann zeig mal, wie du es kannst. Muss den hier machen. Are you ready? Yes, sir. All right. 3, 2, 1, drop it. So, jetzt mal eine Abfahrt mit allen hier. Und loslaufen und dann reinspringen. Eskalation. Ja. Absolut. Das wird mega lustig. Ja. 2, 3. Und springen. Oh, wir haben uns ja verloren. Verdammt. Oh. Ende aus, nicht hinaus. Okay. So, hereinspaziert. Also hier unser Skylauf Mariza. Das Alpenchalet war cool, aber das hier ist auch nochmal vom Allerfeinsten. Kommt mal mit rein. Wie, ist jetzt noch eine weitere Nacht oder warum? Ja, genau. Wir haben jetzt hier noch eine Nacht geschenkt bekommen, wo wir uns ein bisschen entspannen können. Und es wird uns hier nicht schwer fallen. Hier direkt mal eine Toilette. Hier im Schrank, wo man reinschauen kann. Hier diese Bank, das ist ja der Wahnsinn. Hier so eine Bank, wo man sich hinsetzen kann, um die Schuhe anzuziehen. Und dann geht es hier weiter rein mit einer kleinen Kochnische. Und hier dann das eigentliche Bad. Hier mit diesen wunderschönen Armaturen. Mit der, wie nennt man diese Duschen? Hier diese Regenduschen. Regenduschen, genau. Hier alles mit schönem Glas verarbeitet, schöne Farben, hier diese Holztöne mit dem Rot abgestimmt auf dem Bett. Hier unser Masterbett sozusagen. Und diese wunderschöne Lampe musste man mit drauf kriegen, die malt hier das Gemälde. Linus
Jetzt aufpassen, dass wir das nicht abräumen. Hier, schöner Ort, wo man nachher schneiden können. Espresso-Maschine darf nicht fehlen. Und natürlich hier die Badewanne, die man aufmachen. Natürlich hier die Badewanne. Versteht sich. Und dann geht es ja nochmal raus, Balkon, wo man, dann noch ein bisschen relaxen kann. Da sind die anderen. Hallo. Und ja, ich würde sagen, jetzt gehen wir mal wieder zurück an die Arbeit, schneiden das Video von gestern und ruhen uns ein bisschen aus. Nachher gibt es noch ein gutes Essen, gibt es noch vielleicht ein kleines Training, aber auf jeden Fall Regeneration. Die Tage waren jetzt sehr, sehr cool, sehr, sehr interessant, aber auch sehr, sehr anstrengend, weil sehr, sehr viele neue Leute kennengelernt. Man gibt sich Mühe, man will Leute kennenlernen, man will Interesse zeigen, was man natürlich auch hat, und muss sich selber auch darstellen irgendwo. Und daneben her die Videoproduktion nachschneiden geht dann schon auf die Substanz, und ich merke das gerade auch sehr, und dementsprechend müssen wir es ein bisschen regenerieren, weil morgen steht wieder ein Training für den DSV Skilehrer an, was ganz, ganz wichtig ist, dass wir da wieder frisch werden, und beziehungsweise dass ich da wieder frisch werde, damit ich dann wieder gut trainieren kann. Okay, ich würde sagen, auf in den Cut. Was ist hier eigentlich los, Julian? Ja, wir sind hier zu Abend im Posthotel und sieht schon sehr lecker aus. Absolut. Ich weiß jetzt gar nicht, was das genau ist. Auf jeden Fall Gang 1 im Menü. Hirschspeck. Hirschspeck. Mit einer Waffel. Mit einer Waffel, okay. Tja, lass uns jetzt mal schmecken. Ja, und ein paar Bilder sprechen lassen. Genau. Ja. Toll. Hammer, vielen Dank. Bitteschön. Danke. So, das ist Christian, du bist der Chefkoch hier, oder? Vom Posthotel. Ganz genau. Herzlichen Dank fürs leckere Essen, war wirklich was ganz Besonderes. Bitteschön. So gut habe ich, glaube ich, noch nie gegessen. Und ich bin eigentlich kein anspruchsvoller Esser, aber es war schon kreativ, also sehr, sehr kreativ. Vielen Dank. Also wenn ihr mal hier im Zill am Ziller seid, dann kommt auf jeden Fall mal am Posthotel vorbei und genießt so ein leckeres Essen. Ganz genau. Cool, vielen Dank. Vielen Dank. Alles so, wie hat es dir heute Abend gefallen? Julian, bitte. Ja? Was hat dir am besten gefallen? Im Zimmer. Der Kaiserschmarrn. Der Wein. Trinken wir noch einen Marillenschnaps? Ah, okay. Genau. Können wir vielleicht noch einen Marillenschnaps kriegen? Einen Marillenschnaps, bitte? Ja. Eine? Für alle, oder? Also, neun. Zehn. Das vielen Dank an Christian und das Posthotel. Danke. Vielen Dank. Ich stoße noch an. Tolle Gäste. Und genau. Auf den Kreis. Wir sagen, auf die Gesundheit. Ja. Wie sagt man hier im Saal? Gesundheit. Auf die Gesundheit. Gesundheit, genau. Oh ja. Cheers. Cheers. Und euch noch einen extrem schönen Tag. Macht's gut. Alle zusammen mal. Ciao. Ciao. Ciao.